Tagchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, ich habe immer noch den Weihnachtsskin drin, aber das ist nicht so schlimm. Den werden wir zwar bald ändern, aber noch ist Weihnachten nicht so lange her. Deswegen kann er noch ein Stück drin bleiben. Heute wollen wir aber, ihr seht es schon, uns erstmal in die Wüste begeben. Und zwar eine Wüstenburg bauen. Und zwar eine ziemlich coole, wie ich finde. Ihr seht hinter mir schon den Grundriss, den werden wir uns gleich genau angucken. Weil aber viele von euch gefragt haben, immer was und wie viele Blöcke man denn braucht für die Gebäude, die ich hier baue, würde ich euch das gerne immer noch vor dem Video mit sagen. Allerdings habe ich keine Lust, die ganzen Blöcke nachzuzählen. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Und ich wollte deswegen mal euch fragen, ob vielleicht der ein oder andere von euch vielleicht eine Mod kennt, mit der man da was machen kann. Ich denke, da sollte es irgendwas geben, aber ich habe da auch noch nichts gefunden. Helft mir mal bitte, das wäre super nett. Außerdem möchte ich mich auch noch für die 500 Abonnenten bedanken, die wir jetzt diese Woche geknackt haben. Das ist wirklich super von euch und ich freue mich mega darüber. Jetzt werden die 1000 nicht mehr lange warten. Aber ich würde sagen, genug der Worte, legen wir sofort los. Als allererstes brauchen wir natürlich den Grundriss. Das machen wir uns heute aber ganz besonders einfach, indem ich euch einfach die Maße einblende. Ihr könnt die dann einfach abzählen und abbauen. Braucht ihr auch nicht sofort machen. Ihr müsst auch keinen Andesit dorthin bauen. Der ist jetzt nur, damit ihr es gut erkennt. Wenn ihr das dann getan habt, gehen wir erstmal hier in das Eckgebäude. Das wird das Haupthaus des Ganzen und das ist 5 mal 9 Blöcke groß. Und wir werden da jetzt erstmal überall normalen Smooth Sandstone nehmen. Wenn ich sage Sandstone, dann meine ich Smooth Sandstone. Also denkt euch jetzt einfach immer das Smooth noch davor. Dann gehen wir an den hinteren Teil. Jetzt ist natürlich schwer für euch erstmal zu erkennen, wo der hintere Teil ist, aber der hintere Teil dieses Gebäudes ist, wo hier dieser kleine Turm dann später nochmal hinkommt. Und wir gehen genau in die Mitte, ziehen hier einen Balken quasi durch und machen jetzt den hinteren Teil noch einmal auf eine extra Höhe von 4 Blöcken, sodass dann quasi dieser Part hier 8 Blöcke und dieser hier 4 Blöcke hoch ist. Dann nehmen wir uns zuerst diesen Cut Sandstone und überall, wo Ecken sind, machen wir jetzt Cut Sandstone anstatt dem normalen Sandstone rein. Auch hier, auch das ziehen wir auch bis ganz unten durch und selbstverständlich auch bis ganz oben. Die Flächen, die jetzt hier frei sind, das heißt hier unten, aber auch hier oben füllen wir dann noch mit Oak Slabs auf. Damit uns jetzt auch keiner vom Haus runterfällt, müssen wir natürlich noch ein Geländer anbringen. Das funktioniert unten und oben etwas anders. Ich fange erstmal unten an, denn da platzieren wir jetzt an jede zweite Stelle und in die Ecken diese normalen Cut Sandstones. Dazwischen platzieren wir Cut Sandstone Slabs. Das ist also ein relativ kleines Geländer, aber ich denke, das macht nichts, vor allem weil man hier auch noch nicht besonders tief fallen kann. Oben machen wir ein etwas besseres Geländer hin und zwar platzieren wir auch hier jeden zweiten Block und immer in die Ecken einen normalen Sandstone und obendrauf eine Cut Sandstone Slab. Dazwischen jeweils einen Zaun und auf diese Zäune jetzt noch Falltüren, alles Fichtenholz natürlich. Und von außen setzen wir dann an den normalen Sandstone hier noch Knöpfe und zwar sowohl in den Ecken als auch in der Mitte. Bevor wir hier jetzt weitermachen, keine Sorge, das ist noch nicht ganz fertig, wollen wir uns jetzt erstmals kurz zu den Türmen begeben. Und wir fangen mit dem kleinen hier hinten an und ziehen dafür erstmal alle, wo hier Andesitblöcke sind, alle Sandstones auf eine Gesamthöhe von 11 Blöcken. Jetzt werden wir das Ganze hier etwas verzieren. Allerdings ist das nicht ganz einfach, aber dafür funktioniert das auf allen 4 Seiten gleich. Das heißt, ich werde es euch jetzt hier an dieser Seite demonstrieren und ihr könnt das überall dann gleichermaßen nachmachen. Und wir fangen ganz oben an, nehmen uns erstmal Cut Sandstone, platzieren hier die jeweils auf die Ecken, in die Mitte eine Wall und obendrauf nochmal Stairs. Dafür könnt ihr dann auch ruhig die normalen Sandstone Stairs nehmen. Dann gehen wir unten ran, tauschen hier die zwei normalen Sandstone, nee, Smooth Sandstone Blöcke mit den Stairs auch nochmal aus. Jetzt gehen wir hier in die Mitte. Halt, das machen wir sofort. Erstmal zwischen die zwei unteren Stairs einen, was ist das, Chisel Sandstone und unten drunter, unter diesen Chisel Sandstone, drei Walls. Wenn ihr dann ganz hier unten seid, müssen wir wieder an die zwei äußeren Blöcke jeweils. Die tauschen wir jetzt mit diesen Sandstone Stairs aus. Das sind jetzt unsere Schießscharten, denn das Ganze ist ja schließlich auch eine Burg. Wenn ihr das dann so habt, dann könnt ihr das auch auf den anderen Seiten genauso bauen.
Wie ihr sicherlich gemerkt habt, fehlt hier natürlich eine Tür. Und die werden wir jetzt einbauen, und zwar von hier drüben aus, denn es wird eine Brücke geben. Und die Brücke ist auch relativ einfach zu bauen. Wir nehmen unsere Stairs, verbinden die hier in der Mitte mit einer Slab. Drei Blöcke Abstand sollten es sein. Dann nehmen wir hier unsere Mauern, verbinden die, setzen die auf beide Seiten links und rechts und in die Mitte nochmal Slabs, sodass wir dann hier diesen Übergang haben. Die Mauer hier oben tauschen wir mit einer Stair aus, drunter eine Dschungeltür. Genauso machen wir es auch auf dieser Seite. Ganz wichtig sind jetzt natürlich unten auch noch ein paar Stützen am Turm. Und die bauen wir aus dem normalen Sandstone mit einer ganz normalen Sandstone Stair oben drauf. Immer zwei Blöcke und dann die Stair. Für den zweiten Turm müssen wir hier auch erstmal unseren Sandstone in die Höhe ziehen. Und zwar genau 9 Blöcke hoch. Wenn ihr dann soweit seid, nehmen wir uns wieder unsere Oak Slabs und setzen die hier erstmal oben wieder ein. Dann haben wir hier den Boden. Jetzt geht es weiter mit unserem also Geländer bzw. den Zinnen, je nachdem wie man sieht. Die funktionieren erstmal ähnlich wie hier drüben. Wir brauchen wieder normale Sandstones, obendrauf die Cut Sandstones. Und da fällt mir ein, wir dürfen nachher nicht vergessen, auch unsere Cut Sandstones hier überall noch einzusetzen. Aber das machen wir dann sofort. Wenn ihr das dann habt, dann setzen wir dazwischen unsere Zäune, allerdings ohne Falltüren diesmal obendrauf. In die Mitte kam dann ein Lagerfeuer. Und jetzt bauen wir noch die Fenster. Da mache ich das hier mal wieder hin, weil wir die dann etwas einfacher bauen können. Das dürfen wir nur dann nicht vergessen, wieder auszutauschen. Ihr geht an den Turm, lasst von unten 3 Blöcke Platz, macht 3 Blöcke raus. Hier auch. Wir haben 2 Fenster pro Seite. Ich würde das an eurer Stelle auch an dieser Seite und eventuell noch an der Rückseite machen. An der Seite unbedingt nicht, denn hier kommt später noch was anderes hin. Aber an den 3 Seiten ist es okay. Dann setzen wir hier ein 3 Zauntore und dahinter, jetzt kommt nämlich der Twist, Banner. Es reichen theoretisch 2, können auch 3 sein, je nachdem wie ihr es haben wollt. Wenn ihr ein bisschen Wolle sparen wollt, dann reichen auch 2. Dann haben wir nämlich diese coolen Fenster, die so aussehen, als würde das so verhangen sein. Jetzt nehmen wir uns noch Falltüren, platzieren die an das oberste Zauntor. Obendrauf unsere Lagerfeuer, wir müssen die ausmachen und schon haben wir hier wunderbare Fenster. Dasselbe machen wir jetzt auch am Haus, hier an diesem Haus, allerdings nur am Turm an der großen Seite. Auch hier machen wir 3 Blöcke raus, allerdings benutzen wir nur die obersten 2, setzen auch hier wieder unsere Fenster ein, brauchen wieder unsere Banner, die ich gerade weggemacht habe, na sehr schlau. Zack, zack und schon haben wir das. Die Fenster können wir aufmachen, die können wir schließen. Jetzt dürfen wir natürlich noch hier oben das Dach oben drauf nicht vergessen. Und schon haben wir das. Und wenn wir jetzt schon mal an der Rückseite des Hauses sind, setzen wir auch hier gleich noch unsere Schießscharten ein. Die funktionieren so ähnlich wie am Turm drüben. Wir lassen unten einen Block frei und dann 2 Treppen, sodass wir dann hier unsere Schießscharte haben. Jetzt wollen wir noch die 2 kleinen Mauern bauen, die hier noch übrig sind. Wir fangen an mit der größeren hier hinten. Die bauen wir jetzt erstmal aus normalen Sandstone und zwar 4 Blöcke hoch. Obendrauf platzieren wir jeden zweiten Block einen Cut Sandstone, dazwischen wieder unsere Slabs, also so ähnlich wie hier. Aber jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen dicker. Denn wir machen jetzt nochmal, nehmen wir unseren normalen Sandstone, platzieren in der linken Ecke nochmal 2 Säulen nach oben, 4 Blöcke hoch und jetzt nehmen wir uns unsere Treppen und gehen mit denen hier nach unten. Wenn ihr die fertig habt, solltet ihr hier noch einen Block frei haben. Unten drunter müssen wir selbstverständlich alles auffüllen, sodass wir hier perfekt hoch können. Dann könnt ihr hier ein Loch reinschlagen, euch die Slabs nehmen, hier schon mal einen Boden einfüllen. Hier auf der Seite direkt auch ein Loch einschlagen. Hier ein Loch rein, hier ein Loch rein. Jetzt müssen wir hier noch überall Türen einsetzen. Und an dieser Stelle geht eine Leiter von ganz oben bis aufs Dach ganz hoch. Die können wir dann auch direkt nach unten klettern, denn auch hier muss noch eine Tür rein und zwar hier rüber, zack, zack, Jungle Door selbstverständlich, dann haben wir das auch schon. Eine Tür bleibt uns noch und die kommt hier in die Ecke in den großen Turm. Die ist so ein bisschen versteckt, aber ich finde das gut, denn hier liegt das Augenmerk auch hauptsächlich auf den Fenstern. Diese Tür ist natürlich viel zu tief, aber wir gehen hier nach oben und haben dann hier ein bisschen so einen halben Raum. Ich finde das aber ziemlich
cool. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Außerdem würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und wenn ihr weitere Ideen, Gedanken, Wünsche habt, was soll ich alles mal bauen, machen, wo braucht ihr Hilfe, dann schreibt das natürlich alles gerne in die Kommentare, denn dafür mache ich diese Videos ja. An unserer Mauer hier hinten brauchen wir jetzt selbstverständlich noch ein paar Stützen. Ich würde sagen, die machen wir jeden zweiten Block aus ganz normalem Sandstone und den Treppen. Allerdings nur einen Block hoch, nicht zwei wie hier beim Turm. Auch hier beim Turm würde ich welche anbauen. Es ist euch überlassen, ob ihr die lieber zwei oder lieber drei Blöcke hoch macht. Aber ich würde sagen, zwei reichen vollkommen aus, so wie hier. Denn sonst kommt mir das einfach zu nah an die Fenster. Die zweite kleine Mauer, die noch fehlt, die ist ein bisschen kleiner, aber funktioniert auch relativ einfach. Wir tun erstmal unsere Andesit-Blöcke, beziehungsweise was ich euch gezeigt habe, spult einfach nochmal kurz zurück zum Start und schaut euch das an, wenn ihr es euch nicht gemerkt oder aufgebaut habt. Dann platzieren wir hier eine Treppe in Richtung der langen Seite, platzieren dann einen Block, jeden zweiten Block einen Block, dann sollten wir hier perfekt ans Haus ankommen und auch die Ecke mitnehmen. Dazwischen jetzt immer eine ganz normale Steinmauer und auf die ganzen Blöcke drauf Treppen, aber so, dass sie nach außen zeigen. Selbstverständlich ist das gerade noch ein bisschen unpraktisch, weil wir von innen noch nichts sehen. Aber dafür setzen wir jetzt hier ungefähr so, ja, einfach ein paar Spruce Slabs hin. Können wir hier schon hochgehen und in die Weiten unseres Landes gucken. Ein paar Details haben wir noch vergessen. Zum Beispiel müssen wir hier hinten im Turm, im kleinen Turm, noch unsere Decken einziehen und unsere Böden und eine Leiter anbringen. Die bringen wir hier direkt neben der Tür an, damit wir nicht mit den Schießscharten uns stören, denn leider können wir hier an den Treppen keine Leitern platzieren. Weiterhin wollen wir hier auch noch ein Fenster haben am großen Turm, das machen wir aber auch sehr groß. Wir platzieren hier eine Treppe auf Höhe des Bodens, oben eine Treppe und dann zwei Falltüren rein, Oak-Falltüren, und dann sollte das schon sein. Auch auf den kleinen Turm können wir selbstverständlich noch ein Lagerfeuer stellen. Ich finde diesen nämlich immer sehr schön und bringe ein bisschen Bewegung mit rein. Also Leute, ihr seht, ich habe mich jetzt noch ein bisschen verkünstelt und, also, naja, wollen wir nicht übertreiben, so viel habe ich nicht gemacht. Aber ich denke, das Ganze ist jetzt wirklich ansehbar geworden. Mir persönlich gefällt es echt gut. Ist eine richtig hübsche kleine Wüstenburg geworden. Haus vielleicht auch. Vielleicht ist ein Burg auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist es wirklich hübsch. Und ich denke, damit war es das auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, macht's erstmal gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!